So Leute, ja, herzlich willkommen zu meinem Zeus Generation 3 Reichweitentest. Herzlich willkommen. Ja, ich habe diesen neuen Zeus Antrieb vor 3 Wochen bekommen und auch schon ein bisschen getestet. Und heute kommt endlich der Reichweitentest. Ich verrate euch noch ein paar kleine Infos und Verbesserungen vom neuen Zeus. Das mache ich zwischendurch Halbzeit. Und dann gucken wir, wie viele Kilometer ich geschafft habe am Ende. Wir starten hier im Volkspark Friedrichshain in Berlin. Das hier, ja, hier Beachvolleyballplatz. Aber das war mal ein Schwimmstadion, so ein Freiluftschwimmstadion zu DDR-Zeiten. So, der Zeus ist noch nicht an. Ne? So, ich schalte mal runter und aktiviere ihn mal. Ja. Da ist er. Ihr seht auch, ich blende euch die neue App ein. Und da seht ihr ein bisschen, was der Zeus hier macht. So, jetzt geht es hier durch den Volkspark und ich erzähle euch, was gibt es alles Neues zu diesem schicken kleinen Wunderwerk. Ja, Akku und E-Bike-Motor in einem. Sehr effizient, platzsparend, spart auch Gewicht. Man kann rekuperieren. Also gut, die von euch, die den Zeus kennen, wissen, diese Sachen alle. Alle anderen, ja, können halt mal hinhören, ja, was es damit so auf sich hat. So, zack, runterschalten. Jetzt geht es ein bisschen hoch. 3% Steigung oder 2. So, jetzt fahre ich hier am alten Bunkerberg ein bisschen hoch. Ja, es ist so, wir haben jetzt 195 Wattstunden in diesem Zeus in der dritten Generation. In der ersten Generation waren das noch 160 Wattstunden. War ein bisschen leichter, aber dann zur zweiten Generation wurde ein bisschen schwerer. Da kamen dann 172, 173 Wattstunden rein und jetzt sind wir bei 195 Wattstunden. So, jetzt rekuperiere ich hier ein bisschen, denn ich will ja auch möglichst weit kommen. So, 27 km/h, ich fahre hier schön schattig. Ja, heute wird es warm. Also die Idealbedingung für diesen Akku, es ist angenehm warm. Ich glaube, noch einmal so um die 20 Grad, aber es wird warm, richtig heiß heute. Ich wiege unter 80 Kilo, war auf Klo, habe keine windschnittigen Sachen an. Ne? Ich mache das mal hier zu. So, ist vielleicht ein bisschen besser. Irgendwie so. Bedingungen sind ja immer ganz wichtig, weil ihr ja seid vielleicht leichter oder schwerer. Denn die Bedingungen sind tatsächlich immer wieder ein bisschen anders. Und mit Zeus Generation 2 habe ich ungefähr 30 Kilometer geschafft im Turbo-Modus. Und hier schauen wir mal. Ich denke, 35 Kilometer sind drin, vielleicht sogar ein bisschen mehr. So, jetzt fahre ich hier 23 km/h. Wir schauen uns mal hier die Oberfläche an. Guck mal, 26 km/h, 25 und ich sehe hier noch ein bisschen Unterstützung. Sehr gut. Finde ich gut, dass das bei 25 km/h hier nicht gleich versiegt. Und ich spüre auch, ja, die Unterstützung ist gut. Die Unterstützung ist hier tatsächlich ein bisschen besser als beim Generation 2. Also zumindest bei dem Akku, den ich hatte. Ich kann euch aber auch sagen, ich hatte ja, das ist jetzt glaube ich der vierte Zeus, den ich habe. Ja, die sind alle auch immer ein bisschen anders. Der eine ist so, der andere ist so. Also es gibt da irgendwie so ein bisschen eine Streuung von verschiedenen. Also jeder hat irgendwie so seine eigenen Qualitäten und Eigenschaften. Keine Ahnung. Aber der hier, den ich jetzt hier fahre, ist sehr gut. Erinnert mich an den, den ich bei dem Charvan-Bike hatte, vom Dusan Mandulak von Charvan-Bike. Der war auch bei 25 noch ganz gut dabei. Und so muss das sein. So, jetzt rekuperiere ich ein bisschen. Fahre hier auf diesen Fahrradweg rauf. Ja, da kommen Fußgänger. So, ich fahre hier vorbei. Ja, und Zeus Generation 3. Welche Vorteile könnte denn der noch haben, außer mehr Reichweite? Es gibt nämlich einen Riesenvorteil und das verrate ich euch jetzt. Es ist nämlich die Lautstärke des Freilaufs oder des Rücktritts. Das habt ihr jetzt noch nicht so gehört, aber ich kann ja mal, es ist sehr laut hier und windig, aber ich mache mal einen Rücktritt oder erstmal Freilauf.
Und das ist okay. Also es ist wie ein ganz normal, wie von anderen Fahrrädern, so, ja. Und ich kann euch sagen, bei Generation 1 und 2, ja, war das lauter. Ja, das war wirklich fast wie so eine zweite Klingel. Eigentlich ganz schlecht, wenn da Fußgänger waren und irgendwie auf dem Fahrradweg liefen, dann konnte ich so machen. Und dann sind sie schnell runter vom Fußgängerweg. Das geht jetzt auch noch, aber er ist leiser geworden. Ich weiß nicht, das kann man als Klingel jetzt nicht mehr so gut nutzen. Also, ich mache das nochmal Freilauf und jetzt Rücktritt. Ist ein bisschen lauter, ne? Aber es ist trotzdem angenehm. Also es ist ja so, das war immer mein Kritikpunkt und das ist jetzt so, ich liebe das, das ist echt toll. Man kann also jetzt auch durch Landschaften fahren und es ist schön. Man hat nicht so ein krass lautes Fahrrad. Also das war wirklich vorher laut und es gab sogar einen Kommentar letztens. Ich habe eins meiner Videos im Tiergarten aufgenommen für euch und einer meinte, oh nee, also was ist denn das für ein Geräusch? Ist mir zu laut, dann wird es nicht das Velobike. Und da kann ich euch sagen, dass dieser Kritikpunkt ist weg. Ist wirklich angenehm. Und da haben die Entwickler wirklich einiges getan. Ja. Gut, Leute, 20 km/h, was haben wir denn jetzt schon mal hier? Ich guck mal kurz. Na? Eine Wattstunde haben wir schon rekuperiert. Da unten rechts bei Kers seht ihr das. Ja, 4 Kilometer sind wir schon geradelt. Und der Akku ist jetzt bei 96%. So Leute, gleich haben wir Halbzeit. 55% Akku. Und echt eine schöne Strecke hier, oder? Es ist sehr grün und es ist immer noch Berlin. Ja? Viele glauben das nicht. Ich erinnere mich, der Tillmann von der Radelbande sprach ich mal an. Hey, bist du wirklich immer in Berlin? Das sieht so grün aus in deinen Videos. Und naja, Berlin ist auch sehr grün. Ne? Ich fahre jetzt ja nicht jedes Mal durch den Prenzlauer Berg zum Testen. Und es macht ja auch mehr Spaß, in schönen Gegenden zu fahren. Deswegen bin ich ja auch oft, manchmal auch in Potsdam, arbeitsbedingt. Und dann radel ich durch den Park Babelsberg. Und heute, ja, für meinen Reichweitentest, bin ich mich oft vom Prenzlauer Berg nach Biesdorf gefahren und dann zurück. Aber weil diese Akkus ja hier immer besser, immer weiter kommen, habe ich meine Tour heute ein bisschen geändert und bin da in Biesdorf einfach weitergefahren. Und jetzt komme ich an so ein schönes Fleckchen Erde lang. Das ist nämlich der Kienberg. Das gehört hier zum Landschaftspark Marzahn, glaube ich. Ja, und hier am Kienberg gibt es sogar eine Seilbahn. Ja, dahinter ist der eben dieser Landschaftspark Marzahn, ein sehr schöner, ja, ich glaube Gärten der Welt heißt das. Da gibt es so verschiedene Themen. Es gibt sogar einen Garten LA, ich glaube mit Autos drauf. Also verschiedene, ja, japanisch, chinesisch. Ich glaube ein orientalischer Garten ist auch dabei. Und da kann man eben auch Gondel fahren, bin ich lange nicht mehr. Müsste ich mit meiner Tochter, meiner Frau mal wieder hierher. So, und was haben wir denn jetzt? Wir sind bei 51%. Gleich haben wir 50%, dann gucken wir mal rauf. Ah, jetzt fahre ich über so ein Biotop. Okay, interessant. Das wäre was für die Billy Bonkers. Ja, das ist hier gerade ein bisschen krass. Das ist auch übrigens ein Weg, den ich hier heute fahre, der sehr, ja, wenige Ampeln hat. Also ein sehr grüner Radweg in Berlin. Und zwar ist der Trick einfach an der Wuhle entlang. Ja, das ist so dieser Radweg hier, den ich jetzt nehme. Und vorher, da gibt es eine Diagonale in Marzahn. Und da fährt man auch sehr lange sehr viel Grün. 50%. So, jetzt halte ich mal an. So Leute, also jetzt werfen wir mal einen Blick hier auf meine Anzeige. Also ihr seht hier 50% Akkukapazität, wobei man auch mal sagen kann, es sind oft nicht wirklich 50%. Ja, vielleicht sehen, ja, es ist ja nicht immer so konstant, die der Akku abnimmt und es hier darstellt. Aber wir gucken mal, hier guckt mal, 20 Kilometer habe ich schon. Also wenn das jetzt Halbzeit ist, hieße es 40 Kilometer, was ich echt cool finde. Und 5 Wattstunden haben wir jetzt eingesammelt durchs Rekuperieren. Also am Ende so 10 Wattstunden durchs Rekuperieren. Also ja, dann kommen wir ungefähr hin. Das sind dann diese 200 Wattstunden oder 205 Wattstunden, die Zeus da auf seiner Webseite angibt. So eine Stunde radel ich schon. Also gut,
Halbzeit, jetzt fahre ich weiter, ja, und dann gucken wir gleich, wenn der Akku leer geht, was ich geschafft habe. Yes, vielleicht sollte ich auch mal Musik hier mitnehmen. Warum nicht? So, liebe Zuschauer, wir kommen zum Ende. Ja, der Akku liegt wirklich, er verreckt gleich. Achso, Moment, ich zeige euch das mal. So, ich zeige euch das mal hier. Ne? Seht ihr, nur noch 14% Akkuleistung. Ich spüre, dass die Leistung schon ein bisschen abnimmt. Ja, und dann seht ihr, 31,4 Kilometer bin ich gerade mal gefahren. Also nichts mit 35. Gut, ich habe noch 13% im Akku. Aber richtig viel ist das nicht, weil ja, die letzten Prozente, ja, da fadet der CO2 so ein bisschen aus. Ja. Das heißt, man hat nicht mehr die volle Leistung beim Treten. Wobei jetzt, was haben wir für uns nicht kamen? Nö, sieht eigentlich, da sieht es noch gut aus. Ich habe so das Gefühl beim Anfahren, ja, da ist schon so ein bisschen mager. Aber wir sind jetzt bei 12%. Diese Anzeige wird orange bei 40 Kilometer. Wenn es da drunter geht, wird sie orange. Und jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, bei 15 oder bei 20% ist sie auf rot gegangen. Guck mal, ein Fixie. Da brauchst du kaum treten und fährst voll elektrisch. So Leute, ich glaube, hier ist so der Schicksalsort. Der Akku zeigt noch 3%, aber ich merke, ja, da gibt es kaum noch Unterstützung, nur noch ganz wenig. Ich denke, hier endet jetzt der Reichweitentest. Und jetzt gucken wir mal, ja, 36 Kilometer, okay, das ist das, was ich erhofft habe, 35 Kilometer. Ja, ich sehe gerade die Reifen hier, der vordere, hätte ich ein bisschen mehr Druck geben können, hinten vielleicht auch. Dann wäre durchaus noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber ansonsten kann man eigentlich gar nicht meckern, oder? Und wenn man bedenkt, ja, dass es den nächsten Range Extender Akku gibt, ja, also hier, ne, sieht so ein bisschen aus wie meine Werkzeugbox. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich mache es jetzt über Löwenzahn. Ne? Einfach mal ausschalten, ja, und geht raus, nehmt euer Fahrrad, schnappt es und fahrt ein bisschen rum in Natur und Stadt. Bis zum nächsten Video. Tschüss.